Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Thief Simulator 2 mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, Hallöchen Popöchen. So, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Und zwar haben wir jetzt den Auftrag, dass wir einen Typen mit rosa Haaren in der Mason Street beklauen sollen. Ja, um da weiterzumachen, wir waren ja beim letzten Mal in dieser komischen Ferienanlage und haben da diese Diamanten da gestohlen. War einfacher als gedacht, um ehrlich zu sein. Aber nö, nee, schauen wir mal. Das sollte jetzt theoretisch gesehen noch einfacher sein. Aber halt auch nur theoretisch gesehen, weil rosa Haare... ist gar nicht mal so einfach, aber hier, ich will eh erstmal noch beklauen. So, so. Ja. Sehr schön. Und haben ein Smartphone. Flip. Freut mir. Aber wir sollen ja eher etwas mit rosa Haaren stehlen. Oder also irgendein Typ mit rosa Haaren. Der hat hier eine Mütze auf. Ja, war das wohl eher weniger was. Der geht hier rum, aber wir können ja hier ein bisschen Taschendiebstahl machen. So, einfach mal alles mitnehmen. Smartphone Medi. Also, die haben viele Smartphones dabei. Mo gerade knapp vor der Kamera, aber ich glaube, die Kamera wäre da eh nicht hingekommen. So, rosa Haare. Ist jetzt die Frage... läuft der nur tagsüber rum? Läuft der auch nachts über rum? Wie sieht denn das aus? Taschen sind leer. Versuche es bei jemandem anderen. Okay. Tja, dann müssen wir mal schauen. Rosa Haare. Ich glaube, den Typen haben wir ja gerade ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Die Damen haben wir... Ja, ja. Ich glaube, die haben wir auch... Rosa Haare. Beklaue einen Kerl. Also es muss erstmal männlich sein. Davon mal ab und dann rosa Haare. Und das innerhalb dieser Street hier. Gilt hier rechts vor links. Ich glaube, wir sind im Amiland, ne? Da gilt der fährt zuerst, wer zuerst gekommen ist. So, wir fahren einfach mal hier dran vorbei. Weil die Street endet ja auch hier. Also, ja, sprich, es muss innerhalb dieses Radius hier sein. Und sind wir mal ehrlich, allzu groß ist das Ganze hier nicht. Also, sprich, kann ja eigentlich gar nicht. Kann ja eigentlich gar nicht allzu viel sein. Weil hier hinten endet es ja auch schon wieder. Bei den Typen waren wir hier gerade. Aber ich sehe bis jetzt hier nur drei. Du hast gerade dein Autogas für $70 aufgefüllt. Das ist sehr schön. Heavy Stealing. Hm. Aber noch sehe ich hier auch nichts. Da kann man den ganzen Schnulli verkaufen. Und die Leute, die hier aus den Häusern rauslatschen... die verschwinden ja eh, also sprich, die ploppen eh weg. Oh, was haben wir hier? Ein abgestelltes Auto. Ah, da brauche ich einen Bunsenbrenner dafür. Das könnte ich da, glaube ich, nicht ran, ne? Ja. Ja. Schwierig. Oder was ist schwierig? Schade, eher gesagt. Schwierig nicht, aber schade. Gute Frage, nächste Frage. Wo könnte der Typ sein? Weil, also ich habe bis jetzt drei Mann gesehen. Eine Frau und zwei Typen, beziehungsweise ein Typ und ein Opa. Ist im Endeffekt Kerl, aber naja, wisst ihr. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber ansonsten scheint hier jetzt auch nichts weiter großartig rumzulaufen. Vielleicht sollten wir mal tagsüber gaffen. Aber ich habe erstmal hier noch eine Schaufel. Und da habe ich etwas gefunden. Sogenannte No-Name-Kopfhörer. Wahnsinn. Okay, wir gehen mal auf den Parkplatz. Wir haben es jetzt 4 Uhr. Wir gehen mal so auf 10 Uhr. Und schauen dann mal, ob sich hier tagsüber irgendwas ändert. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich der Meinung bin, dass diese End...
hoppala, dass die NPCs hier immer gleich bleiben. Aber ich kann mich auch täuschen. Davon mal abgesehen. Deswegen schauen wir mal, ob hier tagsüber irgendjemand anders rumläuft. Also erstmal haben wir hier noch eine Dame des Hauses. Die können wir einfach mal mit beklauen. Und dann kriegen wir eine reguläre Brieftasche. Sage ich auch nicht nein. Wie gesagt, es gibt leider keine XP oder so beim Taschendiebstahl, was ich ein bisschen doof finde. Weil eigentlich, ich meine, es ist jetzt keine Herausforderung im eigentlichen Sinne, ne? Aber das ist das Klauen von Gegenständen so gesehen auch nicht. Also außer halt mal in die Bude halt reinzukommen, ja, aber ansonsten. So, hier ist der Opa, der sich da bewegt. Aber mit rosa Haaren sieht man jetzt alles nicht so danach aus. Ne? Das ist der Typ, den hatten wir jetzt schon mal. Ich wollte gerade sagen, den hatten wir. Der lebt halt auch schon die ganze Nacht rum. So, das ist eine bekanntermaßen eine Frau. Ne, that's ridiculous. Ja. Und das ist hier der Opa. So, also wir haben bis jetzt 4 NPCs gehabt. 2 Frauen, 2 Kerle. Ne? Weil aus den Autos herauszerren kann ich ja sowieso glauben jemanden. Also sprich, dass der Typ in ein Auto beispielsweise sitzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Unbelievable. Zumal ich ja auch niemanden mit... Ah, da ist er doch. Ich hab'n. Unbelievable. So. Honestly, I'm kind of enjoying this. Guiding you through this disaster makes me feel alive. You're probably thrilled as well. Break into 107 and find the cabinet. Open the cabinet, take the map. What else can I explain to you? How to walk? Get to work so we can enjoy life a little longer. Sehr schön. Gut, dann müssen wir uns einmal in die 107. Muss ich erst mal kurz gucken, wo die überhaupt ist/war. Ah ja, das ist die hier. Da war ich glaube sogar schon mal drin, oder? Ah, ich glaube schon. Das ist jetzt auf jeden Fall kein unbekanntes Haus. Da ist auf jeden Fall einer drinne und alle Fenster haben Fensterläden nachts geschlossen. Es gibt ein Hintertor und ja, genau, hier waren wir schon mal drinne. Hier ist auf jeden Fall die Kamera. Und rot, der hat aber eine sogenannte, warte mal, 107, gucken wir mal in unsere Notizen rein. Und zwar Arbeitszimmer, schlafen. Also Hector schläft, Claudia gehe ich einfach mal davon aus, aber das geht erst ab 3 Uhr nachts. Dafür pennt er den ganzen Tag über und der Hund ist sowieso so eine Sache. Aber für einen Hund habe ich noch Fleisch. Das heißt, wir bewegen uns nachts halt rein und schauen dann mal weiter. Dass das so wird, wie es wird. Nee. Beziehungsweise ich leere gerade mal noch hier. Wollen wir mal kurz gucken hier, was ich an Gegenständen dabei habe. Also ich habe hier Flip-Smartphone, den Rest könnte man eigentlich auch verkaufen. Zumal ich mir jetzt aber gar nicht mal so sicher bin, das Smartphone wird. Well, that's just crazy. Ja. Ja gut, das Ding wiegt 0,5 Kilo, ganz ehrlich, ist auch egal. Aber wir haben ja beim letzten Mal so ein... Ja, wir haben sogar mittlerweile 2 Sonderpunkte, das ist sehr nice. Weil die Sonderpunkte kann ich hier investieren, dass ich entweder mehr Geld kriege oder Menschen nach Niederschlagen länger unmächtig sind. Das geht aber erst ab Level 20. Wir könnten aber hier zum Beispiel hören, verringere Hörbereich der Menschen um 1 Meter, verringere Hörbereich der Menschen um 3 Meter. Brauche ich aber auch wieder Level 16. Wir sind jetzt Level 10. Sonderpunkte hin, Sonderpunkte her, alles blöd. Aber ich kann hier auch viel schneller laufen, wenn ich denn das möchte. Also könnte ich das jetzt hier zum Beispiel erlernen. Na, und hier geht es ab Level 13. Lauf viel schneller und keine Verlust der Ausdauer. Das hier kann ich generell immer aktivieren, wenn ich das möchte, kurzfristig. Ne? Und der Rest ist ja sowieso Standard. So, auf was ich aber eigentlich hinaus wollte, ich will hier raus. Achso, nee, halt, warte mal, dann brauche ich das gar nicht. Wir brauchen jetzt einfach nur, das ist ja hier so ein Parkplatz, ne? Sehr schön.
Dann gehen wir mal bis 2 Uhr nachts. Um 3 Uhr geht er ja pennen. Das heißt, wir gehen um 2 Uhr nachts rein. Also, positionieren uns vorm Haus, sagen wir es mal eher so. Wir gehen nicht direkt rein. Und dann kriegen wir das alles hin. Ich habe zwar jetzt einen Schlüssel zu der Bude generell. Es ist aber natürlich, je nachdem, kommt drauf an, wo die Kamera ihren Bereich dahin schwenkt. Ja, die schwenkt sich nämlich auch gerne mal dorthin. Deswegen könnte ich eigentlich die Kamera deaktivieren. Und dann hätten wir das Problem weniger. Wir könnten einfach durch die Vordertüre rein. Genau, machen wir die Kamera hier aus. Wir müssen eh noch warten. Ich weiß auch nicht, was mit der Claudia in dem Sinne ist. Aber, ja. Ja. Wie gesagt, wir können eigentlich vorne durch die Türe rein. Ich kann aber auch hier rein, wenn ich das möchte. Das ist jetzt weniger das Problem. Kann hier einfach schon mal die Tür öffnen. Kann ja schon mal hier in den Bereich rein. Muss nur aufpassen, weil hier auch eine Kamera ist. Ist jetzt vielleicht gar nicht mal allzu blöd. Oder allzu schlau. Ja, weil die Kamera deckt nämlich auch den Bereich hier ab. Okay. Oh, warte mal, da kommt er noch rum. Aber mal, das kriege ich noch hin. So, der Hund ist hier drin, das ist schon mal ganz gut. Wir haben hier ein primäres Ziel. Das können wir auch gerne verfolgen, dieses Ziel. Ich würde aber trotz all dem erstmal hier reingucken. Oh, mal wieder No-Name-Kopfhörer. Mal wieder eine schwarze Lederbrieftasche hier. Oh, hier können wir uns verstecken. Nice. Also, falls was schief gehen sollte. Warum ist hier so ein Haufen Kosmetikzeug drin? Okay. So. Oh, oh. Okay, der Hund ist jetzt nicht der Schlauste. Ich habe vergessen, dass die Hunde Türen öffnen können. Das ist ja was ganz Besonderes. So, hier bräuchte ich wie gesagt Elektronik-Hex. Die Spielekonsole gibt nur 3 EP. Ja gut, dafür bringt sie halt Kohle, ne? Aber trotzdem. Was ist das hier? Ach, die Fensterläden. Gucke an. Time for some real action. This time, everything important will be marked for you, thanks to the warehouse plan. Next heist might not be that easy. Make sure you're ready. I'll call once you're there. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bis 6 Uhr Minimum. Aber allzu viel Zeit sollten wir uns dementsprechend auch nicht lassen. Wir müssen ja auch irgendwie nochmal rauskommen. Vor allen Dingen immer, ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich jetzt hier finde. Ob ne wertvoll oder nicht wertvoll. Oh, wir haben nur noch eine halbe Stunde, wir sollten raus. Weil ich weiß nicht, wie lange. Also es kann sein, dass die Uhr noch länger pennt. Aber... Okay, also Versteckmöglichkeiten gibt es hier auf jeden Fall an was. Radio hier noch. Ich habe ein Objekt gefunden, schön. Irgend so eine Weinflasche. Ich will keinen Platz mehr dafür. Na ja, können wir auf jeden Fall nochmal ausräumen. Wir müssen einfach nur nochmal nachts überkommen. So, sehr schön. Dann einmal Abfahrt.
beziehungsweise einmal hier kurz zum Pfandleiher unseres Vertrauens, der ja glücklicherweise gleich nebenan wohnt, da erstmal das Zeug verkaufen, was auf dem Schwarzmarkt nicht gebraucht wird. Oder im Darknet, je nachdem, wie man das hier bezeichnen möchte. Merry freaking Christmas! Ja, Merry Christmas und so. Und, weil da kriegt man immer noch mit das meiste Geld. Kann ich hier nicht einfach, jedes Mal, wenn der hier von vorne dann annimmt hier. Sehr schön. Ich meine, an Geld scheitert's nicht, ne? Wir haben jetzt schon wieder 8200 Mark, so ist es ja nicht. Aber okay, beginne ein Raubüberfall auf das Lagerhaus in deinem Versteck. Jo, Mama. Aber erstmal wiederum zum Versteck zurückkehren. Ja, das so wird, wie es wird, ne? So. Weil da kann ich das hier nämlich schon mal einlagern. Oh, dann muss ich mal kurz gucken, ob es jetzt hier was gibt. Nö. Also wir brauchen auf jeden Fall mehrere Kaffeemaschinen noch. Elektronischer Wasserkocher und eine Mikrowelle auch. Ich brauche ein VR-Headset. Ah ja, hier haben wir das. Sehr schön. Und hier können wir eh noch nichts machen. So, Verwendung. Foresight Resort Lager 401. Ein Lagerhaus am Rande der Mason Street, geschützt von 3 Wachen. Ein Arbeiter, Hauptziel Gabelstapler. Okay. Garage nicht erworben. Lagerplan, Stethoskop. Okay, Schlossknacken Stufe 3 habe ich. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich unser Geld für die Garage ausgeben. Garage gekauft. Mit amerikanischer Flagge. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, okay. Cool. Ach, hier haben wir den Untermannschrank. Aber hier kann man nicht drauf zugreifen. Das ist der Schrank. Ein paar absolut verpixelte Bilder. Aha. Cool. Okay, gut. Dann haben wir mal 8000 investiert. Mal gucken. Ich hoffe, es hat sich mehr oder weniger gelohnt. Und dann sehen wir mal weiter. So, na dann. Alles ready. Starten wir mal. Okay, Fernglas kannst du verwenden, um Mieter zu markieren. Ah ja. Alright, I hope you're mentally and physically ready. You have to find the key to the forklift. It's probably in a safe somewhere. Mhm. Grab it, maybe disable the cameras to make life easier and drive the forklift out of here. Ja, die Kameras deaktivieren, wenn das mal so einfach wäre. Also, wir haben zwar ja hier die Drohne und alles. Okay. Aber holen wir schon mal die 3 Leute. Die sind auch permanent da, also sprich, die lassen sich nur umgehen. Hier ist auch nochmal ein Weg nach draußen. Ich sollte mir allerdings die Wege gegebenenfalls offen halten. Okay. Okay, der geht da lang. Ein Staubsauger. Okay. Nehme ich jetzt mal mit, ist jetzt nicht das Problem. Aber es darf ich keinen Feueralarm auslösen kann. Das war ja eigentlich nur die logische Konsequenz, ne? Aber.
Okay, aber ich glaube, wir müssen nach oben. Aber hier ist nichts, also müssen wir hier hinter. Ah ne, warte mal, Beute, Drohne, Mikrowelle. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo ran, wo ein Safe ist. Und der Diamant, da gehe ich mal stark davon aus. Kündigung schreiben, das freut mich. Hab schon wieder viel zu viel Zeug hier drin, ne? Ja, das Abrufer halt, ne? Hier ist noch eine. Ach, guck mal, ein elektronischer Wasserkocher, den brauche ich aber. Ja, mach ich einmal den Staubsauger hier raus. Jo, tschüss. Aber hier ist auch nichts. Aber wo könnte der Safe sein? Also im Clown gibt es auf jeden Fall hier genug, ne? So ist es ja jetzt nicht, aber... Wir haben eine Drohne, wir haben Laptop, wir haben eine Mikrowelle, ein Walkie-Talkie und so. Also das ist halt... Aha! Ui. Das ist halt alles so beutetechnisch gesehen. Cool, aber... Fast runtergefallen. Das ist so beutetechnisch gesehen zwar alles ganz... Ne? Ach, guck mal an. Safe. Um 14 Uhr ist er hier. Okay. Dann warten wir mal kurzerhand ab. Na, um 14 Uhr, da steht... Von 12 bis 13 Uhr steht er jetzt da blöd rum, oder was? Ja, gibt's da bestimmt auch einen anderen Weg noch dorthin, oder? Okay, wir müssen da hin. Okay, das ist mein Laptop. Das ist schön. Und hier ist das Safe. Sehr schön. So, Gabelstapel, Schlüssel haben wir. Den Laptop nehme ich noch mit. Muss man nur noch irgendwie hier rauskommen. Und zwar ohne irgendwie großartig Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Jetzt steht der Typ aber natürlich hier wunderschön im Weg. Und hier hinten ist natürlich kein Ausgang.
Ich hab die Miete gezahlt, das freut mich. Warte mal, hier komm mal raus, da müsste ich im Außenbereich langlatschen. Das Problem ist, das mit dem Kamerasystem macht's halt auch gerade nicht besser. Ich weiß nicht, ob hier draußen Kameras sind. Eine Leiter geht aufs Dach, cool. So, okay. Das sieht soweit ganz geil aus. Also, die können uns jetzt auch, also die laufen auch im Außenbereich rum. Aber die können uns jetzt proaktiv da nicht sehen. Ah doch, da kommt gerade einer. Oder ne, der ist inne. Müssen wir die Kamera hier ausschalten. Oh, halt, warte, nicht, dass der hier Richtung... Geht natürlich Richtung Fenster, klar. Da müssen wir noch mit dem Gabelstapler hier irgendwie wegkommen. Das ist ein schöner Gabelstapler. So, ne, das war doch mal, Leute. Das war doch mal easy. Würde ich sagen. Na, war jetzt gar nicht so gut. Wir konnten nicht alle Beute mitnehmen, aber ne, wir haben jetzt auch nicht wenig mitgenommen. Und wir haben den Cable Stapler. So. $30,000? I expect 3 times that next time. Also, I tracked one guy's deliveries and he ordered a very nice bracelet. He keeps it in a safe in 111. Steal it, cut it up and send it via Black Bay. Business as usual. Business as usual, das ist soweit korrekt. Sehr schön. Aber ich gehe mal davon aus, der Gabelstapler gehört nicht uns. Ne, naja, ist ja einfach nur für die besorgt. Wunderbar. So, warte mal, ich habe jetzt ja erstmal alles voll. Miau, miau. So, schauen wir mal kurz hier im Schwarzmarkt, ob wir hier irgendwas haben. Ah ja, jetzt haben wir nämlich die ganzen Smartphones-Geschichten hier mal durch. Maßbandbohrer. Wir brauchen noch eine grüne Vase. Mal ganz nebenbei. Eine grüne Vase. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Ist auch schon mal wichtig. Gehen wir kurz auf die Beute. Und den elektronischen Wasserkocher hab ich ja auch. So, dann verkaufen wir mal hier den ganzen Spaß. So, Level up. Ja, eine Fähigkeit, ein Sonderpunkt. Wir hatten ja jetzt hier Safe-Knacken, haben wir jetzt ja schon gehabt. Ne? Das ist ja der komplette Strang nach hier. Taschendieb habe ich auch gelernt, Wahrnehmung habe ich gelernt, Beweglichkeit habe ich gelernt. Wir könnten uns jetzt Folgendes entscheiden. Autodiebstahl, Stufe 1, stiehl ältere Autos ohne Alarm, verwende Autoschlüssel Dietrich, um Türen zu öffnen, Garage erforderlich, ne, könnten wir machen. Wir könnten die Beweglichkeit nach oben nehmen, wir könnten die Wahrnehmung, kannst Person aus großer Entfernung erkennen, der Wert der Beute wird erkannt, schaltet Informationen über die Bewaffnung im Planungsmodus frei, ist natürlich auch nicht verkehrt. Elektronik brauchen wir aber Stufe 12. Haben wir jetzt noch nicht. Könnten wir aber als nächstes theoretisch gesehen machen. Ich bin aber ganz early. So Autodiebstahl wäre mir eigentlich auch schon mal ganz lieb. Aber ich hätte ja sowas wie Bunsenbrenner gerne mal. Aber dafür brauchen wir Spezialisierung. Also das wird eh erstmal nichts. Deswegen lernen wir mal Autodiebstahl. Stiehl ältere Autos ohne Alarm. Verwende einen Autoschloss Dietrich, um Türen zu öffnen. Schauen wir mal. Da muss ich doch erstmal kurz gucken. Im Steel Gear. Der ist ausverkauft. Sprich, der ist noch nicht freigeschalten. Ist natürlich auch wieder cool. So, wir sollen das Armband der 111 stehlen. Habe ich Informationen über die 111? Das ist wohl eher mal die Frage. Ja, die Parries haben wir.
Von 4 bis 7 Uhr schlafen die. Gut. Das sollte vollkommen ausreichen für unsere Zwecke. Oh, es gibt die Mason Street und jetzt gibt es noch die Hillwell Street. Okay, cool. Also es gibt auch mehrere Provinzen, so frei nach dem Motto. Das ist schon mal schon schick schön. Gucken wir mal, ob wir da noch reinkommen. Ah, guck mal, die sind ja sogar gleich hier. Das ist die 111. Okay, da habe ich schon mal Informationen gekauft, aber... Ach, automatischer Dietrich. Ja, okay, das wird was. Das kriegt man. Wir könnten auch... Ist es auch die 111? Ne, das ist die 112. Okay. Gut. Dann gehen wir mal auf 3 Uhr nachts. Also auf 2 Uhr... Ne, warte mal, was habe ich gesagt? Von 4? Gehen wir mal auf 3 Uhr nachts. Wichtig ist, dass wir hier niemanden blockieren. Ja. Er geht dann nämlich pennen. Ich sehe aber jetzt hier auch keine Alarmsysteme, keine Kameras oder sonstiges. Deswegen ist das wohl hier einfach machbar. Wenn ich jetzt hier nochmal die Eingangstüre finden würde. Hier. Nehmen wir selbstverständlich mit. Ach, das war doch die, wo ich hinterrücks reingegangen bin. Übers Dach, ne? Alter. Ich wusste jetzt nicht, wo die Treppe ist, deswegen. So, okay. Wir sind unter 111 und da soll ich in irgendein Safe. Ich glaube, wir holen uns erstmal, wir kümmern uns erstmal um das Große. Um das große Ganze? Ah ja. Okay, gut, nice. Ich weiß, wo ich bin. Da ist der Safe. Ah ne, das ist ein VR-Hit. Also es war auch ein Safe und ohne Frage, aber auch. Aber leider nicht das, nach was wir gesucht haben. Okay. Ach, hier ist noch ein Safe. Do you have the jewelry tools? If not, you gotta buy them on Steel Gear. So. Ach, kann ich auch noch mit runternehmen, ja, das Riesending? Ach, ja, den wollte ich ja das letzte Mal. Ich erinnere mich, den wollte ich das letzte Mal ja mit aus dem Fenster nehmen. Was ja nicht so ganz funktioniert hat. Können alle noch? Was ist das schon wieder? High-End-Kopfhörer, das ist neu wohlgemerkt.
6 Uhr. Wir sollten uns auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen. So. Sehr schön. Ich habe so keine Ahnung, wie lange die hier pennen, aber man muss es ja trotzdem nicht riskieren. Den Drucker hauen wir gleich weg. Wollen wir das haben? Zumal 7 Kilo war übelst schwer, das Ding. La-di-da. So, was gibt's mir für den... Achso, mal die High-End-Kopfhörer waren gar nicht... Aber 450 Latten, heide Witzke. Was gibt's denn mir für den... ne, nicht für den Staubsauger, hier für den Drucker. Warte mal, das kann ich ja verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Ah ja, Drucker, 350. Aha, Stego. Wird alles nicht gebraucht. Die High-End-Kopfhörer werden auch nicht gebraucht. Okay. Aber der Laptop und das VR-Headset. Also beim VR-Headset weiß ich's. Das können wir auf jeden Fall kleiner am Schwarzmarkt verkaufen. Das war auf jeden Fall benötigt. So. Dann machen wir das erstmal. Dann gehen wir wieder zurück zum Versteck. Und mache ich das noch fix mit dem Schwarzmarkt, der Darknet. Und dann sind wir mit der Folge dann aber auch schon durch. Weil hier mit der anderen Geschichte, also hier mit den Diamant-Dings auseinandernehmen, das werden wir dann in der nächsten Folge einmal erledigen. Genau, hier Lowland-Laptop-Dings kaputt. Und das hier auch sehr schön. Und schon sind wir wieder ein Level nach oben gestiegen. Ne, so schnell geht's. Sehr schön. Meine Hübschen, wir sind erstmal fertig für den Part. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.